Moin Leute, herzlich willkommen bei einer weiteren Mod-Vorstellung. Da ja viele fragen, welche Mods wir in Magicraft benutzen, habe ich eine kleine Sonderserie, die ich auskoppeln werde. Und zwar behandelt diese nur die Mods, die wir in Magicraft benutzen. Und als allererstes habe ich den kleinsten, aber ich finde auch den nützlichsten Mod, und das ist Better Sprinting. Ihr seht das schon, wenn ich renne, ich muss nicht zweimal drücken, das würde sich nämlich bei mir so anhören. Und durch den Better Sprinting Mod ist es möglich zu sprinten, indem ich halt eine festgelegte Taste, bei mir ist das die Shift-Taste, gedrückt halte, während ich nach vorne laufe, und damit kann ich immer vom Laufen in den Rennmodus wechseln. Die Mod kann aber noch mehr, und zwar könnt ihr Optionen, Controls, hier unten einen Button Better Sprinting auswählen und könnt da verschiedene Sachen auswählen. Zum Beispiel Sprint Hold ist natürlich Left Shift, das habe ich hier. Sprint Toggle, da könnte ich G drücken und dann renne ich immer, egal wann ich laufe. Also der ist konstant am Rennen. Wenn ich wieder ausmache, läuft der. Das ist natürlich praktisch, wenn man immer, wenn man sich bewegt, rennen möchte, ohne dabei irgendetwas drücken zu müssen. Dann ist man immer schnell unterwegs. Dann gibt es natürlich noch ein paar mehr Optionen, die ihr bei den Controls einstellen könnt. Zum Beispiel Sprint Menü ist O. Damit komme ich in dieses Menü, in dem ich hier drinne bin. Und ganz wichtig, Double Tap könnt ihr natürlich auch aktiviert lassen. Dann habt ihr einmal die Möglichkeit, entweder über zweimal drücken zu sprinten oder Run All Directions. Das ist, da kann man auch links und rechts sprinten, was eigentlich ganz witzig ist, oder rückwärts sprinten. Ich glaube, das geht so normalerweise in Minecraft nicht. Hier geht es, dass man rückwärts sprinten kann. Auf einem Multiplayer-Server dürfte das aber nicht funktionieren, weil das wäre ja unfair, zum Beispiel bei Hunger Games oder so, wenn man sprintet. Aber hier geht es ja um Magicraft. Gehen wir nochmal auf die Controls und dann sehen wir hier unten noch Flying Boost. Und das ist das, was ich immer in meinen Videos habe. Und zwar, wenn ich nämlich im Kreativmodus bin, dann kann ich durch Shift drücken, also da, wo ich eigentlich auch in den Sprintmodus wechsle, ganz schnell durch die Gegend fliegen. Also brauche ich keinen extra Mod, das geht auch mit Better Sprinting. Und was auch noch relativ cool ist, und zwar fürs Bauen, ist, ihr kennt das ja, ihr müsst eine Taste gedrückt halten, um euch zu ducken. Bei mir ist das jetzt hier Y. Bei mir ist das STRG. Und dann ducke ich mich. Wenn ich Y drücke, bin ich konstant in der Hocke. Das heißt, ich kann jetzt auch hier an die Kante gehen, kann loslassen, Hände in die Luft, seht ihr jetzt natürlich nicht, und ich falle die Kante nicht runter. Ja, und das war auch schon alles vom Better Sprinting Mod. Ich hoffe, die Mod-Vorstellung hat euch gefallen. Es ist einer der Mods, die in Magicraft verwendet werden. Die anderen werden jetzt die Tage auch noch alle nachgereicht. Ich bin jetzt hier raus, gebt diesem Video eine Bewertung und bye bye, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Verabschiedungen sind schon schwer.